Alexandra Pascu. Wesentliche Aspekte. Süßes Pärchen sucht süße Zwei-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage. Wenn ich das schaffe, kann ich alles schaffen. Um die 60 Quadratmeter mit Balkon im 4., 5., 7., 8., 9., 12. oder 15. Bezirk unter 700 Euro. Ein wenig Glück, man braucht nur... Und nicht aufgeben, nicht aufgeben. Weitermachen, weitermachen. Aller Anfang ist schwer. Ich bin in einer langfristigen Beziehung. Kinder möglich, Anstellungsart, selbstständig. Nicht, dass ich früher an solche Sachen nicht gedacht habe. Ja, man denkt immer nach. Es ist nur so, dass es heute eher zentrale Aspekte geworden sind. Keine Mindestsicherung. Ich bin clean, will arbeiten. Politische Kunst? Politische Kunst? Wann werden wir endlich nicht mehr versuchen, trendy zu sein? Kunst als Marketingstrategien auszunutzen. Ich meine, es gibt Platz für alle, ja, auch für Ai Weiwei, auch für Damien Hirst. Wieso muss man sich immer für eine Seite entscheiden? Kann man nicht alles machen und Kunst einfach lieben? Ich bin ein geschulter Schauspieler mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten. Ich denke, alles ist möglich, ja, genug Platz für alle auf dieser Welt. Ich muss jetzt nur diesen Schritt und dann dieses Projekt und dann diese Residency und dann diese Deadline schaffen. Das Leben ist unvorhersehbar. Man muss agieren. Man muss die Chancen erkennen und agieren. Hier und jetzt und dann. Oder vielleicht ein bisschen zu viel geschulter Schauspieler mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung in zahlreichen internationalen Projekten und einer großen Lust nach Weiterentwicklung. Verdammt nochmal, ich werde alles machen. Alles, alles, was menschenmöglich ist, mehr als menschenmöglich ist, um es zu schaffen, um diesen verdammten Job auszuüben, um davon zu leben und glücklich zu sein. Das ist doch nicht unmöglich. Andere machen es auch, schaffen es auch. Man braucht nur Geduld und nicht aufgeben, weitermachen. Als professionell ausgebildeter Schauspieler mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung in zahlreichen internationalen Projekten und mit großer Lust nach Weiterentwicklung interessiere mich für die Lehrstelle Einzelhandelskaufmann Frau in ihrem Betrieb. Deshalb werde ich jetzt diesen Job annehmen. Es ist ja nur ein Teilzeitjob. Ich kann nur gewinnen, ja? Ich werde Leute kennenlernen, mit Menschen interagieren. Und das erwartet man von einem professionellen Schauspieler, die Menschen zu kennen, die menschliche Natur zu beherrschen, um dann auf der Bühne unvergleichlich zu sein. Sehr geehrte Frau Magister, Magistra, sehr geehrte Frau Magistra, im Anhang sende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen auf die Stelle Sortiererin für Pakete in Ihrer Hauptfiliale. Inzwischen spiele ich in diesem experimentellen Theaterprojekt die Rolle eines Postmanns, der die Stadt durchwandert und auf verschiedene Leute trifft, ja, das verschiedene Situationen beschreibt. Das ist so eine ganz einfache Idee, aber so poetisch, finde ich, ja, finden Sie nicht? Nicht kellnern. Alles nur nicht kellnern. Wenn mich meine Eltern nach Sicherheit fragen, nach meiner Zukunft und meinen Sicherheitsstrategien, dann denke ich, hey, alles kann möglich sein, ja, grundsätzlich. Ich muss jetzt nur diesen nächsten Schritt und dann dieses Projekt und dann diese Residency und dann diesen Master schaffen. Das Leben ist unvorhersehbar, man muss agieren, man muss seine Chance erkennen und darauf reagieren, hier und jetzt. Und dann... Und dann schauen wir mal... Wenn meine Eltern mich jetzt nach meiner Zukunft fragen, würde ich gern schauen wir mal antworten. Ich werde an die Zukunft denken. Ich werde einen richtigen Job finden und dann, wenn die Apokalypse kommt, werde ich sagen können, gut gemacht, Kerl. Ich bin stolz auf dich. Die Welt geht zu Ende, aber du bist versorgt. Es ist niemals zu früh, an die Zukunft zu denken. Alle, die es nicht machen, werden dann zu singen beginnen. Bei der Maskenmeise, Kanada auf Reisen, die
Grillen. Die Grille und die Ameise. Grille und die Ameise. Juhu. Tralala. Juhu. Ich werde alles machen. Alles, was von mir verlangt wird. Es gibt keine Scheiß-Jobs, es gibt nur Scheiß-Einstellungen, ja, und Kuhscheiße. Wenn die Post mich nicht will, dann gehe ich eben zu Siebacht. José meint, es ist ein ganz tolles Team. Coole Kollegen aus der ganzen Welt. Serbien, Kroatien, Italien, Rumänien, Russland auch. Und ein paar deutsche Studenten. Und wenn meine Kinder mich jetzt nach der Zukunft fragen, würde ich auch gerne schauen wir mal antworten. Schauen wir mal. Ich mir wünsche, diese Frage nochmal beantworten zu dürfen. Ja. Schauen wir mal. Und? Was willst du machen? Wie wirst du deine Miete bezahlen? Dies und das ist kein Job. Und heute ist nicht morgen. Tralala, juhu. Was wirst du machen? Die Kralle und die Ameise. Die Maske. Die Grille und die Ameise. Die Grille und die Ameise. Wir tragen beide Masken. Keiner darf reisen. Keiner darf reisen. Keiner darf grillen. Die Grille darf grillen. Keiner darf reisen. Keiner kann Ameisen. Die Grille und die Ameise. Die Grille und die Ameise. Sie hörten Alexandra Pascu, wesentliche Aspekte. Gesprochen hat Roman Blumenschein. Musik Kmet. Eine Produktion der Wiener Wartstätten im Rahmen von Fabula Mundi Playwriting Europe.